An heißen Tagen sieht es am Guckenberger See so aus. Heute waren wir mit Werner Striegel, Hygienekontrolleur am Landratsamt Regensburg, so gut wie alleine. Also wir machen auf Grundlage von verschiedenen Vorgaben, das ist einmal EU-Badegewässerrichtlinien, dann die Bayerische Badegewässerverordnung, Infektionsschutzgesetz und die DIN 19643, die verlangt, dass über die Badesaison, die typischerweise vom 15. Mai bis 15. September geht. Wir proben wir einmal im Monat die Gewässer. Das sind im Landkreis Regensburg zwei Seen. Das ist einmal der Guckenberger und einmal der Reuterweiher. Die erfüllen praktisch die Vorgaben eines EU-Badeweihers und die werden dann entsprechend beprobt. Zu so einem Termin gehört das Gelände zu besichtigen, die Wassertemperatur zu messen sowie die Wassersichttiefe und eben auch Wasserproben zu entnehmen. Also wir beproben auf mehrere Parameter. Das ist einmal Escherichia coli und intestinale Enterokokken. Das sind dann natürlich Indikatorkeime, speziell jetzt die beiden bakteriologischen Parameter, die uns natürlich Rückschlüsse geben, wie ist die Qualität. Das sind nur Indikatorkeime, aber die geben natürlich einen großen Aufschluss über die Gesamtqualität des Wassers. Und wenn hier irgendwelche Auffälligkeiten wären, dann würden wir umgehend eine Nachkontrolle veranlassen. Würde diese auch positiv ausfallen, würde dann der Badebetrieb eingestellt werden. Zu so einem Ergebnis ist es in diesem Jahr noch nicht gekommen. Die Ergebnisse von Mai bis Juli waren unauffällig. Der Cookie schneidet hervorragend ab. Das kann natürlich auch auf den Internetseiten abgerufen werden, speziell jetzt auch im Landratsamt. Und da gibt es auch von der EU eine Vorgabe mit Emblem, wie das bewertet wird. Jetzt bin ich 26 Jahre im Gesundheitsamt und hat eigentlich noch nie Probleme gegeben. Gute Bilanz kann Werner Striegel bei allen Badeseen im Landkreis ziehen, die beprobt werden. Wir haben jetzt speziell in dem Bereich von der EU-Badeweiher, die wir beproben haben, also durchweg gute Ergebnisse. Und das wird auch auf die Internetseiten entsprechend veröffentlicht. Und da kann jeder darauf zugreifen und da werden praktisch diese beiden Parameter festgelegt. Und auch die Temperatur. Und dann kann sich jeder entscheiden, okay, das Wasser ist in Ordnung, ich gehe zum Baden oder ich lasse bleiben. Die Badesaison 2024, also nicht nur wettertechnisch gut, sondern auch was die Wasserqualität angeht. Die aktuellen Ergebnisse kommen dann innerhalb einer Woche nach der Beprobung.